Tagelang hat die Wall Street wieder auf ein Thema gewartet, auf die Notenbank. Jetzt wissen wir aus dem Sitzungsprotokoll der letzten Sitzung, dass man wieder keine klare Ansage trifft, dahingehend, wann die Anleihenkäufer denn zurückgefahren werden. Sandra Navidi, worauf soll sich der Markt denn überhaupt noch einstellen? Das kommt jetzt darauf an, wie die Konjunkturzahlen weiter verlaufen werden und wann ein Tapering beginnt. Wir gehen weiterhin davon aus, dass es eher später als im September der Fall sein wird. Denn obwohl der Trend zwar positiv ist, ist er noch nicht stark genug. Es bringt also große Gefahren mit sich von Marktschwankungen, wenn man das zu früh macht. Sie haben das sogenannte Tapering angesprochen. Welche Auswirkungen hat das denn auf den Markt, wenn dieser Prozess einmal beginnt? Es kann zu großen Marktschwankungen führen, global. Wir sehen auch starke Ausflüsse jetzt schon, Kapitalausflüsse aus den Schwellenländern. Das heißt, man darf die Wirkung nicht unterschätzen. Hinzu kommt auch noch, dass im September zum Beispiel andere Risikofaktoren, externe Risikofaktoren mit hinzuzuziehen sind, wie zum Beispiel die Wahlen in Deutschland, die als Richtungsweiser für die Zukunft in Europa betrachtet werden. Und zum Beispiel haben wir hier auch noch das ungelöste Problem der Haushaltsdebatte. Jetzt gibt es die allermeisten Experten, die natürlich sagen, Tapering wird noch in diesem Jahr beginnen, vielleicht im September, Oktober oder Dezember. Das sind ja die anstehenden Fed-Termine. Es gibt aber auch einige Leute, die glauben, dass vielleicht Ben Bernanke das Ganze einfach aussitzt, weil er seine Amtszeit im Januar zu Ende ist. Halten Sie das für wahrscheinlich? Nein, das halte ich für unwahrscheinlich. Ben Bernanke ist ein sehr besonnener, gewissenhafter Mann. Er hat kein übergroßes Ego und man darf davon ausgehen, dass er nach bestem Wissen und Gewissen das tun wird, was er am sinnvollsten hält für Preisstabilität und für Jobwachstum. Gut, dann herzlichen Dank für diese Einschätzung, Sandra Navidi, und damit zurück ins Studio nach Köln.